muss jetzt mal anhalten, zwangsweise. Ich will mal kurz was trinken. Kannst du nicht auch ein Auto machen? Nein, das geht nicht. So, jetzt habe ich wieder grünen Durst. So. Geht weiter. Da ist ein Tanke. Guck mal, da was. Bahnübergang. Na, nicht gleich, dass die Schranken hier zugehen. Dann kommt ein Zombie. Oh, scheiße, ich höre Schüsse. Fuck, fuck, fuck. Mein Motor. Fuck. Der schießt auf mich. Oder ist es bei dir? Nee. Da liegen zwei Leichen. Irgendwas hat gerade auf mich geschossen, aber Gott sei Dank mich nicht getroffen oder mein Auto. Ach, Gott sei Dank, ey. Scheiße, ey, ich höre immer weiter Schüsse. Ich will versuchen, mich zu treffen. Ach. Ja, ich habe einen Barricane gefunden. Ich sollte aber auch nicht wirklich von der Straße runter, weil auf der Straße kann ich 70 fahren. Das dürfte zu schnell für seinen Scharfschützen werden. Normalerweise ja. Dann ist es Scheune. Sollte ich da vielleicht mal ranfahren oder ist es zu nah am Scharfschützen? Eigentlich nicht. Eigentlich dürfte es ja da problemlos rankommen. Ja, nicht, dass der mitkriegt, dass ich anhalte. Sind die Schüsse jetzt bei dir? Ja. Dann sind. Ja, dann ist immer noch irgendein Arschloch bei mir. Sag doch, hier sind mehr Leute in Tscherno. Was? Wir sind mehr Leute in Tscherno als sonst wo. Okay, und da fahr ich schlecht durch. Also was schlägst du vor? Ich würde sagen, wir treffen uns woanders, also außerhalb von Tscherno. Ich würde sagen, oberhalb im Landesinneren. Ah, toll. Also ich bin der Kunst, Genie. Ich bin völlig unbewaffnet, habe keine Vorräte und hab bloß ein Fahrrad. Ja, und? Dabei bin ich sogar durch Tscherno durchgekommen. Oberhalb von Tscherno ist jetzt die einzige Alternative. Weil ich krieg hier dauernd vor Tscherno hier schon Schüsse ab. Und das hier ist nur Vorstadtgebiet, sag ich mal. Kriegst du die wirklich ab? Wie krieg ich die ab? Ob du die wirklich abkriegst, Schüsse? Ich höre sie, aber ich weiß nicht, ob ich sie abkriege. Ich habe auch gerade ganz leise Schüsse gehört. Versuch mal rauszukommen. Ich meine, ich bin auch nur mit einer Axt bewaffnet. Kaputt gegangen fast. Was? Mein Fahrrad ist gerade fast kaputt gegangen. Du kannst absteigen und wieder aufsteigen und dann ist es wieder komplett heile. Oh, ich gehe mal in diese Mietshäuser rein. Okay, hier scheint kein Sprit drin zu sein. Ich muss mal weiterfahren. Fuck! Was? Nein! Was denn? Scheiße, ich glaube, ich bin gerade irgendwo übelst drauf gefahren. Ich komme mit dem Truck da nicht mehr runter. Was ist das jetzt denn gekriegt? Ich bin einfach drauf losgefahren. Ich stecke auf irgendeine Waschmaschine drauf. Jetzt bin ich runter. Ich schau mal zwischendurch. Scheiße, Mann. Okay, ich bin wieder draußen, so gesagt. Ich muss ja irgendwie rauskommen. So. Büsche umfahren und dann geht's weiter. Also bist du jetzt in Tscherno drin oder wie verstehe ich das jetzt? Ja, ich bin hier ganz hinten bei diesen roten Mietzeiten bei dem Krankenhaus. Kennst du da, oder? Nein. In Tscherno kenne ich das Krankenhaus nicht so gut. Du kennst aber sicherlich die roten Mietzeiten, oder? Nicht wirklich, nein. Wenn du Sprit findest, bring bitte welchen mit. Ich habe schon welche. Echt? Ja. Ich bin auf dem Weg. Ich habe einen Schuss. Ah, meine Benzinanzeige geht schon wieder unter ein Drittel. Jetzt müssen wir uns das mal ausmachen, wo wir uns treffen wollen. Also ich bin gerade. Ich höre AK-Schüsse. Scheiße. Nee, dann fahre ich da nicht rein, weil ein AK kann mir sehr gefährlich werden. Und ich habe den nie entgegen. Ist doch schon mal was, da bist du auf jeden Fall schon mal besser bewaffnet als ich. Ich war, wenn ich mit dem Fahrrad fahre, jetzt geht das um.
viele Straßen, so viele Teile auf der Straße. Eigentlich gibt es ja aber auch irgendwie mehr Banditen als normale Spieler, kann ich sagen. Ja, so ein bisschen. Also in dem Sinne normal. Ich guck mal hier in die Scheune rein. Das sind Schüsse aus mehreren Waffen. Also entweder liefert sich da gerade jemand ein Feuergefecht oder da macht sich gerade jemand eine Gruppe Spaß drauf. Okay. Schon gut. Feuergefecht, ne? Ja, verstehe, siehst du doch. Okay, ich habe was zu trinken gefunden, aber ich brauche. Oh, ich mag das Fahrrad. Wasserflasche. Okay. Ja, Fahrräder sind nicht schlecht, vor allem die fahren aber auch genauso schnell auf Rasen und so weiter. Das sind. Das ist bei den. Oh, Lilly Infield mit 3x Munition. Ich fahre jetzt durch die Industrieanlage. Ich bin absolut lebensmüde irgendwie. Ich weiß nicht. So ein bisschen. Bin ich an einem Wohnhaus in einer Statue vorbei. Ich habe jetzt mal die beiden leeren Benzinkanister rausgeworfen, weil ich keine Ahnung habe, wo man die nachfüllen kann. Wenn ich davon keine Ahnung. Ich bin jetzt an der Tankstelle. Nee. Kannst du nicht. Habe ich ja schon vorhin versucht. Kannst du auch keinen Rechtsklick drauf machen mit Füll. Das geht nicht. Ich bin an der Tankstelle, habe ich gesagt. Ich wollte dir bloß eine kurze Ortsangabe geben. Wo bist du? Ich bin an der Scheune außerhalb. Wo ist die? Warte. Die ist westlich. Ich will ungern reinfahren wegen den AK-Leuten. Fahr ich ja völlig falsche Richtung. Oder da ist auch eine Scheune, warte mal. Ich sehe gerade einen Überlebenden. Nee, oder? Ist das ein Zombie oder ein Überlebender? Ich weiß das gar nicht. Oder ist das eine Scheune? Ist die Scheune an der Brücke? Nein, oh scheiße, ich höre Schüsse, ich muss hier weg. Na, fahr mal nach Osten. Da sind die Scheunen, wo eine Brücke ist. Ich fahr hier erstmal weg, Alter. Ich höre nämlich Schüsse. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Boah, Alter, schnell weg hier. Ich sehe einen Schock. Bleib stehen. Ich sehe dich. Bist du das? Hast du da einen Schuss abgegeben? Nee. Yeah. Ah! Keine Steuerung. Geil, das mit dem Fahrrad ist cool. Steig ab und komm rauf, los. Ja, ein Moment. So, was sie gerade mit dem Fahrrad? Steig ein. Der Fahrrad geht weg. Mach Eier hier, ich höre Schüsse. Du hast nur Schüsse. Ich habe Schüsse gerade gehört. Frag mich nicht woher, aber ich habe welche gehört. Geht voll ab mit dem Ding. Fährst übrigens nach Süden, ne? Ich weiß. Ist nach Osten. Ich habe einen Kompass ausgepackt. Wir müssen Sprit finden. Ich habe welchen dabei. Okay, dann müssen wir jetzt irgendwo hin, wo es sicher ist. Irgendwo Richtung Landesinnere. Aber hier gibt es keine Straße, die jetzt nach innen führt. Hersford und Tschernogorsk ist einer. Lass mich doch erstmal den Sprit einfüllen, meinst du nicht? Ich habe noch genug momentan drin. Also ein Drittel knapp noch. Ja, lass mich doch nachfüllen. Da reicht noch locker bis zur nächsten Stadt im Inland, aber. Oh. Wir müssen jetzt zaun. Bist du sicher, dass ich. Ich fahre jetzt so Inland und gar nicht anders. Ja, sollte ich nicht lieber doch erstmal nachfüllen? Ich hab da noch genug drin, wenn es leer ist, können wir immer noch nachfüllen. Ja, dann muss man nachher nicht aussteigen, wenn wir vielleicht in eine brenzlige Situation kommen. Ich will jetzt trotzdem erstmal ein Stückchen weiter nach oben. Ich meine, hier in der Pampa wird schon kaum jemand sein. Jetzt kriegen wir so beide einen Headshot. Oder jetzt kommt übrigens der Kampfhubschrauber an. Ich scanne hier schon mal eine Gegend so, ne? Scheiß Ding ist recht laut. Okay, ich mach mal den Motor aus. Los. Ich mach so lange den Sound ein bisschen leiser. Geh du so lange nachfüllen. Cannot fire. Mach das jetzt alles mal ein Stückchen leiser. So. Ich
mach mal kurz. Das ist immer noch scheiße laut, warte mal. Hast du nachgefüllt? Ja. Steig ein. Cannot fire. 20 Liter habe ich eingefüllt. Ja, 20 Liter sind im Hirnkanister drin. Scheiße, habe ich das jetzt. Das ist okay. Wie viel hast du jetzt? Knapp halb voll. Das ist doch ein Benzinschleuder. Ich weiß. Ich hatte vorhin auch schon halb voll. Den Benzinkanister hast du noch den leeren, oder? Ja. Hast du mir eine Waffe noch mitgebracht? Ah ne, ich habe den die Infield. Vor allem dreh dich mal um mit dem, bei dem Lastwagen. Siehst mal so, was der so rumschleudert. Aber ich find's geil, wir haben jetzt endlich einen Lastwagen. Wir sind jetzt so, ich sag, Moment, hast du medizinische Vorräte? Nee, wa? Scheiße. Wir kommen letztendlich nicht darum, in eine Küstenstadt zu gehen. Sind eigentlich nicht auch irgendwo Inlandkrankenhäuser? Keine Ahnung, im Inland war ich nicht. Mach mal Ego-Perspektive. Ich weiß, sieht cool aus. Aber ich zittere gerade. Da ist die Scheune, da wollte ich hin. Da ist dann noch eine Straße und da können wir dann noch schneller fahren. In der Scheune. Am besten wir machen es so, einer bleibt immer im Wagen und bleibt so ein bisschen in Fahrt, damit uns da keiner so großartig kriegen kann. Nee, wir müssen jetzt einfach die Scheune. Einfach dieses schnelle Prinzip. Rein, raus. Fertig. Wie beim Sex. Rein, raus, rein, raus. Ja, nur das, was hier einmal macht. Bleib stehen, ich blote alles, was zu loten gibt. So, los. Ich mach so lange Motor aus, der verbraucht dir keinen Sprit. Der dreht sich. 666. Muni. M1911 Magazin, kann man gebrauchen. Move. Back. Ich guck mich hier irgendwo mal noch zwischendrin so um, ob hier vielleicht noch nicht irgendwo einer steht. Kann man das Ding eigentlich auch mit einer Sniper demolieren? Na klar. Hey, hier ist ein Take Jerrycan. Na ja, dann los, auffüllen. Schmeiß mal das leere Teil weg. Jerrycan. Ja. Beeil dich, spawn Zombies. Okay, auf der Seite ist eine stallige Axt. Kann man gut gebrauchen. Brauche ich nicht, hab ich schon. Aber ich brauche noch eine. Achso, nee, wird okay, dann nimm sie. Oh Scheiße, ich höre Schüsse, mach Eier! Ja, ich hör's. Schnell, beeil dich. Ja, ich bin dabei. Wo bist du? Noch nicht, drinne. Nicht nachfüllen, komm, mach Eier! Ich fülle nicht nach, hier liegt eine Enfield. Basti! Das ist mir scheißegal, ich höre Schüsse. Oder ich hab grad einen Schuss gehört. Gut, mach dich raus und komm da rein, Alter. Ich will den Truck nicht verlieren. Steig meinetwegen hinten auf. Puh, da bin ich denn, der Papst. Los! Hey, ich bin gerade eingestiegen. Dann fahr nicht los, während ich einsteige. Aber Inland muss doch auch irgendwo ein Krankenhaus sein. Kann doch nicht sein, dass es nur an der Küste zwei Krankenhäuser in Chano und in Elektro gibt. Im Truck. So geil. Ich weiß, ich find's auch extrem geil. Aber ich find's schade, dass ich nicht aufnehmen konnte, während ich den aufgebaut habe. Aber hätte ich den Motorblock, dann wären wir jetzt viel schneller. Da könnte ich hier locker mit 100 durchbrettern. Ich bin jetzt gerade ungefähr bei 60. Aber wir kommen jetzt auch erstmalig richtig ins Inland. Also so in Gebiete, wo wir wirklich noch nie waren. Was hast du denn dann? Bergauf jetzt erstmal. Was machst du denn? Warum? Das ist absolute Benzinverschwendung. Fahr weiter auf der Straße. Ich fahre auf der Straße. Okay, der leckt der Spinnen gerade. Mir fährst du gerade immer noch in den Wald hoch. Ja, ich bin in einem Wald, aber ich fahre auf einer Straße. Okay, dann habe ich gerade übelste Verbindungsabbruch. Nee, oder? Was? Ja, ich glaube, wir haben gerade übrigens den Verbindungsabbruch. Kann nicht sein, bei mir ist es alles ganz normal.